Zeichnen. Hallo, liebe Leute, hier sind wir wieder, die Saturdays for Future. Nein, Communists for Future würde ich uns eher nennen, weil wir reden heute darüber, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Eine gute Zukunft, eine sozialistische, kommunistische. Heute reden wir erstmal über den Sozialismus, weil wir werden ja auch gern gefragt, wenn wir Kapitalismus kritisieren. Ja, wogegen ihr seid, das sagt ihr immer. Aber wofür seid ihr denn jetzt? Und da würde ich doch mal die Einzelnen in Kurzform jetzt erstmal fragen, wie stellst du dir mindestens besseres Leben im Sozialismus vor? Wer will beginnen? Gehen wir doch der Reihe nach, dem Alter nach. Also, Bobby, Bobby. Bobby ist der Jüngste, der muss beginnen. Also wenn man jetzt nur vom Sozialismus ausgeht, noch nicht im Kommunismus jetzt sich seine Vorstellungen quasi bildet, dann würde ich schon davon ausgehen, dass eine große Masse der Menschen also erstmal begreift überhaupt die ökonomischen Verhältnisse, ja, was Eigentum ist, was Kapitalismus generell ist, dass das erstmal verstanden wird von einer großen Masse, also einer Revolution des Bewusstseins quasi auch, um das vielleicht in so philosophischen Worten vielleicht mal auszudrücken. Denn ohne diese Revolution eines Bewusstseins kann es auch gar nicht überhaupt zu einem Übergang kommen, zu einer anderen Denkweise kommen. Letztendlich, wenn man sich das vorstellen könnte, und man davon ausgehen würde, dass die Mehrheit der beschäftigten Massen auf der Welt jetzt, sage ich mal, die Verfügungs- und Entscheidungsmacht über die Abläufe in dieser Welt wirklich, also wirklich vorgibt, den Ton quasi vorgibt, wie das abläuft, wie produziert wird, wie gewirtschaftet wird, mit welchen Mitteln, mit welcher Effizienz zum Beispiel. Und man davon einer Kompetenzhierarchie dann auch wiederum ausgehen kann, letztendlich, weil die meisten Arbeitenden werden sich wahrscheinlich jetzt nicht hochwissenschaftlich mit komplexen Themen beschäftigt haben. Also dass sich da die Mehrheit der arbeitenden Masse wahrscheinlich auch Hilfe bei der Wissenschaft holen kann und die Technik eben auf den Stand bringen kann, dass ja die Ressourcen dieser Erde schon zu einem Allgemeingut quasi anerkannt werden, dass man mit Kaufhaussystem, das gibt es ja schon im Kaufhaussystem, dass Waren erfasst werden, ermittelt werden, wie viel gebraucht wird, wie viel wieder eingekauft werden muss, wie viel tatsächlich gebraucht wurde, wie viel weggeschmissen. Das wird ja alles jetzt schon erfasst. Also diese Systeme gibt es ja jetzt schon. Das könnte man ja, da sind wir wieder beim könnte, das könnte man ja global auch auf die Ressourcen anwenden und auf das, was produziert wird. Das lässt sich alles anhand von KI auch und teilweise hochmodernster Technik ganz anders gestalten. Ja. Aber da bin ich dann schon wieder fast im Kommunismus eigentlich. Wie das dann, ja. Der Zweitälteste ist Chris. Das zweitjüngste, meinst Ja. du? Also für mich ist Sozialismus, oder wie ich es mir vorstelle, mein Sozialismus ist ja definiert als in der marxistischen Theorie das mittlerweile das als Übergangsphase. Aber was das jetzt wie ich mir das persönlich vorstelle, ist, dass die Technologie, die wir haben, überall eingesetzt wird, eben um ein rationales Wirtschaften zu erleichtern. Dass die Produktivkräfte entfesselt werden, vor allem in den Regionen, in denen also der Region der Welt, in der das noch nicht der Fall war, durch eben imperialistische Ausbeutung und Niederhaltung dieser Regionen, um eben für alle ein gutes Leben zu ermöglichen, indem sie einen guten Wohlstand, wie die Chinesen sagen, damit diese Menschen ihr Potenzial, also individuell und auch kollektiv entfalten können, ihre schöpferische Kraft, ja. Weil die ist notwendig, weil ich denke nicht, dass wir erstens mal auf der Erde dann auf dem Level dann stehen bleiben, sondern ich denke auch, dass wir
dass es eine Überlebensfrage der Menschheit ist, dass wir interstellar werden. Das mag jetzt sich anhören wie Science Fiction. Ich frage die Dinosaurier, wenn die jetzt interstellar geworden wären, wären sie heute noch da. Und ich denke, der Sozialismus ist das der einzige Weg, das zu erreichen, weil ich glaube nicht, dass einzelne Unternehmer, wie jetzt unser berühmter afroamerikanischer Unternehmer mit den großen Raketen, Elon Musk, also dass solche Leute, die können zwar Impulse geben, aber sie können nicht eine menschliche, genug Ressourcen bündeln, um eben das zu verwirklichen. Ja, und wir brauchen natürlich, wie gesagt, die Technologien, um ein anderes Wirtschaften zu ermöglichen, die existieren ja schon. Die haben uns ja, die Kapitalisten haben uns ja quasi schon den Strick geliefert, an dem wir sie aufhängen. Also zum Beispiel den Plattformkapitalismus, Amazon, eBay, Google, so. Das sind ja einfach nur noch, die schaffen Plattformen und generieren daraus ihren Mehrwert, ohne selbst irgendwie, also ohne selbst irgendwie ein Risiko einzugehen oder selbst irgendwie groß Arbeitskraft finanzieren zu müssen, bis auf eben die nötig sind, um diese Plattform zu betreiben und generieren daraus ihren Profit. Und dieser Profit wird er global abgeschöpft. Und deswegen entwickeln sich da Reichtumskonzentrationen, die selbst aus dem Kapitalismus unmöglich, also vor 20 Jahren noch undenkbar wären. Und ich denke eben, dass es auch eine Gefahr ist, weil eben das kann in die Zukunft Star Trek gehen oder es kann in die Zukunft Cyberpunk gehen. Ja, und unter den jetzigen Bedingungen wird es eher Cyberpunk. Darum ist Sozialismus notwendig. Okay, ich bin der Drittjüngste, dann mache ich hier mal an dieser Stelle weiter. Ich habe Sozialismus schon erlebt. Also hinter mir ist der Fernsehturm, der wurde in der DDR gebaut. Der ist für mich auch ein Zeichen von, ja, Realsozialismus, ne? Der wurde da gebaut. Also, wie ging es mir im Sozialismus? Ich bin morgens meistens aufgestanden ohne Wecker. Ich konnte meistens ausschlafen. Ich hatte nie Angst, morgen nichts mehr zu essen zu finden, morgen vielleicht die Wohnung verloren zu haben, morgen von Repressalien betroffen zu sein, die mich existenziell betreffen. Also es wurde immer irgendwie was aufgefangen. Ich wusste auch, wenn ich zum Arzt gehe, es ist egal, ob ich Krankenkasse zahle oder nicht, das war fast umsonst alles. Das wurde sowieso automatisch da verbucht. Diesen Sozialismus habe ich erlebt und was ich an diesem Sozialismus dann zu bemängeln hätte, das wäre jetzt mein Wunschzettel und wir sind ja kurz vor Weihnachten, da kann man sich wieder was wünschen. Das wäre natürlich ein Sozialismus, der weniger unter dem Druck des sogenannten Klassenfeinds steht, der weniger aufpassen muss, dass er nicht überrannt wird gleich morgen, sondern der stark genug ist, tatsächlich zu sagen, wir brauchen viel weniger Stasi, wir brauchen weniger Überwachung, wir können viel mehr unseren lieben Bürgern gestatten, ins Ausland zu reisen. Wir müssen viel weniger Angst haben, dass die uns abhauen, weil es hier bei uns viel schöner ist. Bis dahin erstmal. Dann bin ich jetzt dran. Das war sehr schön, was du da gesagt hast, René. Das würde ich alles so unterschreiben. Sozialismus ist für mich eine Gesellschaft, in der die Leute keine Angst haben müssen, von existenziellen Bedrohungen umzingelt zu sein, wie das jetzt im Kapitalismus ist. Du kannst jederzeit den Job verlieren, du kannst deine Wohnung verlieren, du musst dich in einer Konkurrenz abstrampeln, von der noch nicht mal gewährleistet ist, dass du überhaupt eine Chance zum Konkurrieren hast. Es gibt Millionen, wenn nicht Milliarden von Leuten auf diesem Planeten, die von vornherein abgeschrieben sind in dieser feinen Wirtschaftsordnung. Ich möchte also eine Gesellschaft, und das ist die Basis, wo jeder die Gelegenheit hat, zu arbeiten und glücklich zu sein nach seinem Gusto, sofern er nicht andere Leute in ihrer Freiheit einschränkt, die gesellschaftlichen Erfordernisse müssen bedacht werden. Das ist meine
grundsätzliche Sicht. Und nur weil ich diese Sicht schon immer hatte, habe ich mich überhaupt mit den theoretischen marxistischen Grundlagen beschäftigt, mit der eine andere Gesellschaftsordnung umzusetzen ist. Dass sie umzusetzen geht, das wissen wir ja. Das nannte sich Realsozialismus und war mit allen seinen Mängeln ein erster Schritt in die Richtung. Heutzutage gibt es das chinesische Modell, was ein noch weit interessanterer Schritt in Richtung Sozialismus ist. Und durch meine Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen habe ich gemerkt, dass ein Sozialismus, in welcher Form auch immer, nicht zu haben ist ohne eine grundsätzliche Umwälzung der Eigentumsverhältnisse. Es müsste in einer sozialistischen Gesellschaft also zumindest feststehen, dass die grundlegenden Bereiche der öffentlichen Infrastruktur, der Daseinsvorsorge, die wesentlichen Elemente der gesellschaftlichen Reproduktion in staatlicher Hand oder unter staatlicher Aufsicht stehen. Der Staat wiederum geführt durch eine Institution, die vermutlich eine Partei sein muss, sein wird, die sich dem Ziel des Glücks der Bewohner dieses Staates und des sozialistischen Aufbaus verschrieben hat. Und nicht irgendeiner Chimäre von Nationen und Traditionen, wie es leider heutige sozialistische Führer auch gerne mal im Munde führen. Also kurzum, Sozialismus ist Freiheit für die Leute, Freiheit von Angst, Freiheit von existenziellen Bedrohungen und wesentliche Bereiche der gesellschaftlichen Reproduktion in gesellschaftlichem Eigentum, Volkseigentum. Das wäre meine Vorstellung von Sozialismus. Bernd. Ja, jetzt dran, ja. Die Frage ist doch, warum brauchen wir denn den Sozialismus, um das, was ihr jetzt geschildert habt, also zuletzt auf jeden Fall René und du, Angstfreiheit, keine Kriege, keine Konkurrenz, keine also ungesunde Konkurrenz, sage ich mal. Warum brauchen wir da jetzt den Sozialismus? Das kann man ja genauso gut Kommunismus nennen, ja. Sozialismus ist doch nur diese Phase, wo eben noch Gewalt notwendig ist. Wenn du, für was brauche ich denn einen Staat zum Beispiel? Ein Staat ist ja ein Gewaltapparat. Das heißt, du hast doch dann immer noch Bedenken und Furcht, dass da irgendwelche Leute oder so niedergehalten werden. Ja? Das kann doch nur ein Zwischenstadium sein. Wenn das ein Stadium ist, wo ich sage, also als Ziel sozusagen oder wo ich dann sage, Kommunismus ist eine Utopie, die ist also ganz weiter hinten dran. Und jetzt geht es erstmal um Sozialismus, wo man Staat und so weiter braucht, eventuell auch noch Geld braucht, ja. Dann halte ich das also für negativ, weil ich, wie vorhin schon gesagt habe, weil dann sich dort Verhältnisse einbürgern wieder, wo eine Schicht entsteht automatisch. Du hast auch von der Partei gesprochen, da bin ich auch dagegen. Weil da wird es ähnlich so schon, also Realsozialismus ist mir auch lieber, wie, um das gleich mal zu sagen, wie Kapitalismus natürlich, ja. Und weil damals wahrscheinlich, wenn alle Staaten jetzt realsozialistisch werden, gibt es sehr wahrscheinlich keine Kriege mehr, ja. Aber es wird sich eben doch wieder sowas einpendeln, wo du dann eine Schicht, da ist die überhaupt kein Interesse hat, Kommunismus eigentlich, wo also wirklich es dann darum geht, dass die Menschen sich wirklich frei entfalten können, ja, dass die da überhaupt kein Interesse dran haben. Und dann haben wir doch wieder Verhältnisse, die für das, was wir eigentlich anstreben, dass man wirklich gutes, angenehmes Leben führen kann, dann doch wieder nicht in Frage kommen für den größten Teil. Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Deswegen kurz gesagt, ich bin also gegen den Sozialismus, sondern nur als Phase, als wirklich als Übergangsphase, wie Chris gesagt hat, und die möglichst kurz, wo eben noch Gewalt eine Weile notwendig ist. Okay, ich denke, jeder hat jetzt mal seins gesagt und jetzt mache ich mal eins bewusst. Ich nehme den roten Schal weg. Es hat eine besondere Bedeutung, weil jetzt sehe ich nur noch schwarz. Mich hat das sehr beeindruckt, was Günther Anders mal sagte in seinem Buch Die Antiquiertheit des Menschen, wo er sagte, Utopisten sind umgekehrte, wie sagt er? Nee, wir, er sagte wir, sprach vom Wir.
Wir, also die Menschen, die es heute gibt, sind umgekehrte Utopisten. Utopisten können nicht herstellen, was sie sich vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, was wir herstellen. Er ging ganz konkret damals besonders auf die Atombombentechnik, sagte, die Menschheit hat nur noch eine ganz begrenzte Zeit. Es gibt ja auch immer mehr Untergangspropheten, die im realistischen Bereich liegen. Es gibt Wissenschaftler, es gibt Politologen, Politiker und so weiter, auch sehr ernstzunehmende, die sagen, Leute, wenn wir so weitermachen, das ist unausweichlich. Hier gibt es einen Atomkrieg. Andere sagen, auch mit einem gewissen Recht, es gibt eine Klimakatastrophe und so weiter. Ist es nicht so, dass die Chance, da sage ich jetzt mal ganz böse, die Chance einer sozialistischen Revolution, da es kein weltweites Klassenbewusstsein gibt, da im Gegenteil mit den Ablenkungsmöglichkeiten der Medien heute immer mehr Leute sich auch vereinzeln, verzetteln, sich kaum nur auf ein Thema konzentrieren können, dass die Chance eines Weltkriegs oder einer Klimakatastrophe, was weiß ich, viel höher ist, als dass wir überhaupt noch eine Chance haben, eine sozialistische Revolution überhaupt zu veranstalten. Den Pessimismus teile ich nicht, René. Aber ich will noch kurz was zum Bernd sagen. Erstmal ist, glaube ich, klar, dass jeder, der sich mit Sozialismus und Kommunismus beschäftigt, schon kapiert hat, dass Kommunismus die Beschreibung eines Zustandes ist, in den die Menschheit irgendwann gerät, wenn es keine Staaten mehr gibt, wahrscheinlich auch kein Geld mehr. Und dass Sozialismus eine mehr oder weniger lange Übergangsphase ist. Da gab es Debatten drüber in der kommunistischen Bewegung. Ich glaube, der Walter Ulbricht in der DDR war einer der ersten, der gesagt hat, Sozialismus ist eine eigenständige Gesellschaftsform, die relativ lange dauern kann und wird. Und das liegt ja auch in der Natur der Sache und auf der Hand. Auf einem Planeten, der bis jetzt unbewusst in der Barbarei vor sich hergewurschtelt hat, was seine menschlichen Ameisen betrifft. Kapitalismus für 10.000 Jahre, irgendwelche Gesellschaftsexperimente. Da kann man ja nicht mit einem Schlag eine Utopie realisieren. Deswegen halte ich eine sozialistische Phase von mehreren hundert Jahren, wenn nicht länger, für realistisch. Dass die kommen wird, glaube ich, weil das kapitalistische Experiment der letzten 200, 300 Jahre ist an seine Grenzen gestoßen und produziert eigentlich außer Zerstörung nicht mehr viel. Ich halte nichts davon, dieses utopische Sozialismus muss so kurz wie möglich sein und dann gehen wir aber zum Kommunismus über. Wir müssen ja von dem ausgehen, was wir vorfinden im Bewusstsein der Leute, in der Konstruktion der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entitäten, das sind nun mal Staaten. Und es wird nicht mit einem Schlag die ganze Welt sozialistisch werden. Also wird es den Klassenkampf auf internationaler Ebene geben. Die kapitalistischen und imperialistischen Staaten werden, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, ihre Todfeindschaft gegenüber jedem sozialistischen Experiment ausüben. Da führt kein Weg dran vorbei. Und von daher ist Sozialismus echt eine lange Phase, die auch nicht überall gleichzeitig eintreten wird. Noch nicht mal in den Ländern, die sich für einen sozialistischen Weg entscheiden und entschieden haben, ist das ja gleichmäßig und gleicher Art. Das muss ja immer die jeweiligen nationalen, geografischen, kulturellen und sonstigen Gegebenheiten berücksichtigen. Hier bei uns wird es einen Sozialismus mit deutscher Charakteristik geben. So wie es in China den mit chinesischer Charakteristik gibt. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir jetzt noch 8 Minuten haben. Hey, Chris hatte sich gemeldet. Ja, ich wollte auch noch mal auf die Frage eingehen. Ich sehe das ähnlich wie Kai. Das wird ein langes, zähes Ding werden. Weil wir reden ja davon, also muss ich mal anschauen, der Fehler wird dann immer gemacht. Der Kapitalismus ist in der Krise, die Bourgeoisie ist am Ende. Wir machen jetzt Sozialismus und daraus, aus dieser Tatsache schließen sie schon, ja, jetzt sind die Kapitalisten am Ende. Das war damals auch so in der Sowjetunion und ihren Verbündeten. Und das ist der Weg zum Sozialismus, der ist unumkehrbar und so weiter. So haben sie alle getönt. Der Einzige, der das begriffen hat, war Stalin übrigens. Ja, und das ist nicht so. Also die
alle getönt, dass das alles unumkehrbar ist. Und die haben uns einfach unterschätzt, wie weit sich die Bourgeoisie und das kapitalistische System und diese Anarchie der Produktion, wie flexibel die sind und wie gut die sich an neue Bedingungen anpassen können. Die haben einfach verschiedene Methoden des Sozialismus adaptiert. Also die Sozialdemokratie, also da in der westlichen Gesellschaft stehen dafür zwei politische Strömungen, die Sozialdemokratie und der Faschismus. Und die haben einfach Methoden des Sozialismus adaptiert. Sie haben versucht, die Kontrolle über über dieses krisenhafte, chaotische System zu bekommen, weil auch die Voraussetzungen dafür geschaffen waren, weil die Monopole sich herausgebildet haben. Mit sowas geht sowas einfacher als mit lauter kleinen Kapitalisten, die vor sich hinwurschteln. Aber und sie haben am Schluss dann dieses sozialistischen Block besiegt, weil sie die Produktivkräfte entfesselt haben. Technologischen Fortschritt. Die sozialistischen Lager, die haben gesagt, ach ja, wir haben jetzt hier einen gemütlichen Sozialismus und alle Leute gehen 8 Stunden arbeiten und damit hat sich's und alles ist gut. Die Produktivkraftentwicklung hat nachgelassen im Vergleich zum Westen. Die Produktivität ist zurückgefallen. Die Produkte, der Stand der Technologie wurde nicht mehr umgesetzt in Produkte des Alltags. Der Fortschritt war nicht mehr erlebbar für die Menschen. Und auf der Grundlage haben sie natürlich das Vertrauen in den Sozialismus verloren, weil das genau das Gegenteil von dem ist, was sie im Lehrbuch in der Schule gelehrt haben. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass der Sozialismus die Produktivkraftentwicklung als das oberste Priorität, nicht Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung, nach wie es in der DDR war, blockiert den technologischen Fortschritt. Die Ich Leute glaube, brauchen Geld und nicht unbedingt Vollbeschäftigung, 8 Stunden am Tag. guter Punkt. Produktivkraft entwickeln wird, weil der Sozialismus ist. Es kann doch nur deswegen entwickelt werden, dass es den Menschen gut gehen soll, ja, dass man ein gutes Leben führen kann. Also die Produktivkraftentwicklung per se kann also nie das Ziel sein, die kann nur das Mittel sein. Ja? Das ist schon mal ein ganz falscher Ansatz. Und da sehe ich schon mal genauso einen Fehler drin, eben einen Sozialismus über eine längere Zeit anzustreben überhaupt. Das wird also meines Erachtens eben, wie ich schon gesagt habe, der hat ja, warum sollten irgendwelche Leute ein Interesse haben, wie du sagst, eine Partei, die sich da, wie Kai gesagt hat, dass die sich dafür einsetzt, dass man dann zum Kommunismus irgendwie übergeht. Das Interesse, warum sollen die das denn haben, dass es dann anders wird, wenn das gut läuft, wenn die Leute halbwegs zur Arbeit gehen und der Sozialismus halbwegs abläuft, die Leute haben genug zu essen und so weiter und das Leben soweit okay ist, warum sollten die dann noch ein Interesse haben, also wirklich so ein Kommunismus, wo dann der Mensch sich wirklich frei entfalten kann, dann noch überzugehen? Diese Motivation, die ist ja dann gar nicht mehr da. Warum sollten Sie die Motivation nicht haben, Bernd? Denn wenn Sie sich zunächst schon mal aufgemacht haben, Sozialismus zu errichten, dann ist doch klar, dass es Kommunisten sind, die sich darüber im Klaren sind, worauf das Ganze hinausläuft. Welthistorisch, menschheitsgeschichtlich, sonst wie. Du hast ein ziemlich pessimistisches Menschen- und Kommunistenbild an der Stelle. Das habe ich nicht. Ich sage nur, dass diese Richtung, wenn man in die Richtung geht, die bezweifle ich nur. Warum die 2 Minuten. Motivation nicht mehr haben, ergibt sich aus selbst, aber das können wir vielleicht dann mal nächstes Mal diskutieren. Oder wir machen gleich weiter. Wir machen noch eine halbe Stunde hinten dran. Also, ja, meinetwegen, ja. Okay. Ich Der Hund muss schläft noch. dazu sagen, es wurde ja schon alles Mögliche ausprobiert, um zu anderen Verhältnissen zu gelangen. Also historisch-empirisch ja auch beweisbar irgendwo, ja, dass es solche Versuche schon gegeben hat. So. Was aber immer letztendlich darauf basierte, auf Regierung, auf Politik oder auf Interessenvertretung oder eben auf ideologischer Basis bestand. Ja, was bisher nie ausprobiert worden ist, ist auf wissenschaftlicher Logik und auf wissenschaftlicher Vernunft. Denn Wissenschaft hat die grundsätzliche Eigenschaft, dass sie ideologiefrei ist, dass sie sich nicht
festsetzt auf vorhandene Dogmen. Ja, wo wären wir denn heute, wenn gewisse wissenschaftliche Thesen nicht immer wieder falsifiziert und immer wieder aufs Neue überprüft und hinterfragt werden? Ja, das ist nämlich der Unterschied zwischen Politik oder einer rein ideologischen Betrachtung. Oder ich meine, wir haben, wenn man von den Produktivkräften aufgibt, wir haben noch die Technologie seit den 70er Jahren. Wir könnten aus dieser Erde schon einen zweiten Garten Eden schaffen. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, 16 Milliarden Menschen zu versorgen, wenn wir wollten. Ja, nur die Technik, die ist gebremst, weil wir im falschen System leben, was auf Knappheit und auf Monetarismus basiert und nicht auf dem, worum es eigentlich gehen sollte in einer Wirtschaft, nämlich die Bedürfnisbefriedigung der Menschen mit möglichst wenig Arbeit und viel Freizeit. Das geht ja durch automatisierte Prozesse, durch KI, wird das alles wunderbar funktionieren. Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn man heute die Menschheit vor die Entscheidung setzen würde und sagen würde, ihr könntet im Garten Eden leben und es müssten nur noch 20% der Menschen eigentlich nur noch überhaupt irgendwie arbeiten, vielleicht um die Technologie immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen oder da irgendwie mal was auszubessern. Aber das ist doch im Endeffekt genau das, worauf es dann hinauslaufen sollte im Endeffekt. Ja, alles automatisiert produzieren zu lassen, ja, das ist ja dann wiederum so wenig Arbeit, aber so viel Freizeit wie möglich. Ah, da ist Chris. Okay. Okay, los geht's. Lieber Chris, ich wurde gerade gefragt, ob ich jetzt hier mit meiner schwarzen Mütze, die ich mir jetzt aufgezogen habe, hat mich Bobby gefragt, ob ich jetzt zum Bankraub oder zu ähnlichen Aktivitäten aufrufen möchte. Und da habe ich gesagt, nein, die RAF-Ideologie ist nicht meine. Also wenige Revolutionäre müssen es vormachen, dann wird das Volk schon nachziehen. So ist es nicht. Es muss wirklich ein breites Klassenbewusstsein geben. Nee, warum ich jetzt hier ganz in Schwarz bin, sozusagen, auch den roten Schal schon längst abgelegt habe, dazu möchte ich zwei Mini-Anekdoten erzählen, die dauern nur insgesamt 2 Minuten vielleicht. Und die erste ist, Heiner Müller wurde mal gefragt, Herr Müller, Sie sind ja eigentlich für den Sozialismus und Sie wollen ja, dass die arbeitende Klasse sich erhebt und so weiter. Und Sie sitzen hier im Luxushotel mit einer fetten Havanna und einem Whisky. Was würden Sie denn tun, wenn jetzt ein Bettler an die Scheibe klopft und bettelt? Da sagte Müller, ich würde mir noch einen Whisky bestellen und ihm zuprosten. Das erinnert mich an Bertolt Brecht, der sagte, wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Und das erinnert mich, das ist die zweite Anekdote, die ist auch ganz kurz, an den legendären Streit zwischen Gregor Gysi und Karl Held von der marxistischen Gruppe, wo Gregor Gysi immer wieder sagte, kleine Schritte machen. Wir müssen in die Zukunft denken, aber wir müssen kleine Schritte machen. Wir müssen auch parlamentarisch hier vertreten sein im Bundestag. Und wo Karl Held sagte, ja, wenn all die, die mal was wussten über revolutionäre Gedanken, wenn die auch so gedacht hätten. Und Herr Gysi, Sie haben eben selber gesagt, dass eine außerparlamentarische Opposition wesentlich wirkungsvoller ist als eine parlamentarische. Wenn all die das gemacht hätten, dann hätten wir dieses Scheißding namens außerparlamentarische Opposition jetzt wirklich. Entweder Gysi, und das war der Schlusssatz, die Arbeiterklasse kriegt ein Bewusstsein und fegt diesen kapitalistischen Laden weg, oder es passiert gar nichts, es wird immer nur noch schlimmer und die Welt geht, und danach sieht es im Moment aus, deswegen habe ich die schwarze Mütze, total in den Abgrund. Punkt. Oh, okay, wird warm hier. Wird warm hier, ist egal. Ah nee, so sieht es besser aus. Ja, ich meine, also ich weiß es nicht, warum es der Parlamentarismus und Außerparlamentarismus eine sich ausschließende Kategorien sein sollen, weil Kommunisten waren immer in den Parlamenten vertreten und haben außerparlamentarisch gearbeitet. Heute sind die Kommunisten wo bitte? In welchen Parlamenten vertreten? Die Kommunisten? Wo sind ja, die? Nicht in Deutschland. Das liegt aber an den deutschen Kommunisten selbst. Das ist ja eine andere Frage, ja. Die, man muss sich halt an dem orientieren, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Leute wollen tatsächlich von Linken und Kommunisten inklusive nichts wissen,
wenn diese sich nicht an ihren Realitäten irgendwie orientieren. Ja, also ich frage mich jetzt in dieser Zeit, wo ist denn da diese Linkspartei gewesen, als da die Einkommen weggebrochen sind aufgrund der galoppierenden Inflation, wie dieser ganze wirtschaftliche Wahnsinn, ja, heutzutage, wird erst den Leuten angedreht, sie sollen sich ein E-Auto kaufen, dann kaufen sie sich ein E-Auto, dann stellt die Regierung die Kraftwerke ab. Es ist so ein Irrsinn, wo sind da die Leute? Wer stellt Forderungen auf, die Menschen direkt Die betreffen? Linke hat, Entschuldigung, die Linke hat doch das gemacht, die Partei, die Linke. Die hat doch, wie die Inflation war, da hat sie doch dagegen gewettert und hat da die Leute, hat den Staat da angegriffen und hat dann gesagt, wir müssen die Reichen bezahlen, wie sie immer dann da drauf hinausläuft bei ihr, ja. Ja, konkrete Sachen. Nicht, ich hätte gerne, dass die Reichen zahlen, sondern wie und warum. Und warum wird dagegen keine außerparlamentarische Masse mobilisiert? Warum gehen die Leute nicht? Natürlich ist es so, dass die Leute müssen natürlich auch verstehen, das habe ich auch, ich war ja selbst zweimal Bundestagskandidat für die PDS. Ja, die Leute, ich habe den Leuten auch immer gesagt, es hilft auch nichts, selbst wenn ihr uns mit 10, 20% wählt. Ihr müsst selber kämpfen. Ich bin nur wir sind als Partei dann nur dazu da, diese Kämpfe zu initialisieren oder die Forderungen aufzugreifen, die Leute kämpfen. Natürlich muss das von den Leuten selbst kommen. Aber die Leute kämpfen auch nicht für den Sozialismus. Das haben sie in keiner sozialistischen Revolution der Welt haben die Leute für den Sozialismus gekämpft. In der Oktoberrevolution haben sie für Land, Brot und Frieden gekämpft. Die Bolschewiki haben sich davor Jahre, Jahrzehnte lang mit so Scheiße beschäftigt wie kostenloses Ja, Teewasser für Entschuldigung. russische Arbeiter. Entschuldigung, aber du hast ja von Das ist Inflation gesprochen. Du hast ja von Inflation gesprochen. Für die Inflation oder diese Erscheinung haben sie auf jeden Fall was getan. Wir hätten auch sehr gerne gehabt, wenn da zigtausende auf die Straßen dafür, wenn sie die hätten mobilisieren können. Es geht jetzt nicht um ja, aber die haben Sozialismus. das Vertrauen verspielt. Diese Linkspartei hat kein Vertrauen mehr in der Bevölkerung. Ein anderer Gesichtspunkt. Und das ist das Wichtigste, dieses Vertrauen muss verdient werden. Die Leute folgen nicht einfach, weil wir jetzt eine Idee haben von einer besseren Gesellschaft, sondern die Leute kämpfen für ihre Forderungen. Wenn sie denn kämpfen, wir müssen sie unterstützen. Wir müssen vielleicht noch ein paar Sachen aufzeigen, warum wer dagegen ist. Die Eigentumsverhältnisse, die Interessensverhältnisse, dafür sind Kommunisten da. Aber die Leute kämpfen nicht für den Sozialismus, sondern sie kämpfen erstmal für konkrete Forderungen, die sie direkt betreffen. Und wenn sie wenn man dann hingeht und sagt, ja, sollen jetzt einfach ein Bewusstsein entwickeln und dann, das hört sich für mich so nach so einem esoterischen Erweckungserlebnis an. Die bekommen dann einfach alle ein Klassenbewusstsein und dann kommt der Kommunismus schon. Diese Und das ist Krise eben nicht hier. so. Selbst da muss man hier mal ich habe jetzt vor kurzem, ich habe es leider erst angefangen zu lesen, kann dafür noch nicht viel sagen, von diesem Saros, Daniel E. Saros, der sich eben ganz konkrete Fragen stellt, wie zum Beispiel, wie Rechnungswesen im Sozialismus funktioniert, wie die Technologie eingesetzt werden kann für eine effizientere Planung, die Aufhebung des Gegensatzes zwischen Markt und Plan. Ja, der ja durch den technischen Fortschritt kommt. Ja, also wenn du mir anschaust, der Plattformkapitalismus schafft ja eigentlich die Möglichkeit, den Gegensatz zwischen Plan und Markt zu verringern oder fast aufzuheben. Ja, in dem, weil dadurch, dass man weiß man immer sofort, was nachgefragt wird und was verfügbar ist. Und darauf kann man seine Produktion angleichen. Das Und mit dem Saros brauchen wir habe kein ich. Rechnungswesen. Ja, genau, da sind wir beim Rechnungswesen, richtig, Bernd. Und das mit dem Saros habe ich ja in einem vorangegangenen Video jetzt schon mal beleuchten lassen von einem jungen Herrn, der wahrscheinlich BWL studiert hat. Und da geht es auch um ein Punktesystem, das heißt, es geht auch um Belohnung und Bestrafung wieder. Ja? Die Stimuli müssen dann da sein. Ja, anstatt dass man einfach darauf setzt, die Leute müssen einfach nur begreifen, das sind meine Interessen, danach planen wir, da brauche ich keine Stimuli mehr. Die Krise,
die im Endeffekt auf dieser Welt aktuell herrscht und die ganze Menschheit im Endeffekt durchdringt. Ja, ob das jetzt Kapitalisten sein mögen oder auch, wir leben alle auf dieser Erde und wir sägen alle im Endeffekt auf einem Ast, auf dem wir sitzen, herum, ja, ohne uns darüber eigentlich bewusst zu sein, was oder ja, vielleicht auch bewusst darüber sind, was das am Ende auslöst, am Ende aber die Krise hier, die Menschheit eigentlich erlebt, um das jetzt mal so groß zu fassen, Menschheit als diesen Begriff eben im Mund zu nehmen, so, das ist eben eine Krise des Bewusstseins. Weil Chris ja gerade sagte hier, ja, wenn nur das bewusst, das klingt so hippie-mäßig, aber das ist nun mal, die Krise, in der wir stecken, ist eben eine Bewusstseinskrise, die einfach gewisse alte, traditionelle Grunddenkmuster nicht mehr zulassen kann und akzeptieren kann. Alte festgelegte Dogmen nicht akzeptieren kann. Ja. Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist im Endeffekt ein Zitat eines indischen Philosophen, Jiddu Krishnamurti, ja, der genau diese Krise auch als eine Bewusstseinskrise letztendlich darstellt. Ja. Lieber Bobby, verstehe ich dich da richtig, dass diese Bewusstseinskrise, und das wird ja von fernöstlicher Sicht, auch von Philosophen von mir aus, sehr kritisch beleuchtet, des politischen Westens oder der Industriestaaten, wie auch immer du willst, der im Moment jedenfalls noch dominierenden Nicht-BRICS-Staaten vertreten wird, ist diese Krise nicht auch damit in Verbindung zu bringen, dass tatsächlich, ich spielte vorhin auf Günther Anders an, wir wissen gar nicht, was wir alles herstellen bei all dem, was wir uns vorstellen, dass Leute ständig nur noch an ihrem Rechner, an Handys hängen, ständig abgelenkt sind, sich gar nicht mehr konzentrieren können auf ein Thema. Und gerade bei so komplexen Themen wie soll denn Wirtschaft laufen? Wie sollen die sich darauf konzentriert? Ich meine, alle fünf, wie wir hier sitzen. Wir sind mehr oder weniger Leute, die recht privilegiert sind in dem Sinne von, wir haben recht viel Freizeit und wir haben uns dazu entschieden, um uns um solche gesellschaftspolitisch wichtigen Themen zu kümmern. Aber wenn jeder von uns Einzelnen nur mal 40 Stunden die Woche arbeiten müsste, von der Familie und allen anderen Alltagssorgen mal abgesehen, wir hätten gar nicht die Zeit, uns darum zu kümmern. Also wir sind ja schon privilegiert und die meisten Menschen sind es eben nicht in dieser, gerade in der westlichen Gesellschaft und oft auch in der östlichen, wollen wir uns jetzt nicht hier hochstilisieren, aber die kommen doch gar nicht mehr dazu. Und diesem Dilemma zwischen Bewusstsein müsste nötig sein, nur wir haben keine Zeit dazu, dem müssen sich Kommunisten auch stellen. So sieht's aus. So sieht's aus, René. Wir sollten aber mal die Begriffe wieder auf den Punkt bringen. Zu Jiddu Krishnamurti, den Bob eben ins Spiel gebracht hat, muss ich noch kurz sagen, da ich bereits in den 80er Jahren zu seinen Füßen in Sahnen bei Gstaad in der Schweiz saß, wo er einmal im Jahr aufgetreten ist und ihm aufmerksam zugehört habe. Das ist ein indischer Guru, der kein Guru sein wollte. Seine Bewusstseinsentwicklung bezieht sich ausschließlich auf die individuelle Einsicht des einzelnen Menschen. Da geht es nur um die Erkenntnis des Egos und das Begreifen der Funktionen des Geistes. Krishnamurti war, der stammt, entstammte der theosophischen, aber lange Geschichte. Stimmt natürlich alles, was der sagt, aber das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was wir reden, gesellschaftliches oder Klassenbewusstsein. Dazu möchte ich gerne sagen, dass das Klassenbewusstsein, das den Arbeitern fehlt oder zu vermitteln wäre, wie Kommunisten meinen, tatsächlich keine esoterische Erleuchtung ist oder sowas, was sie plötzlich haben, sondern das ist wie immer dialektisch zu betrachten. Und das besteht vor allen Dingen daraus, dass sie ihre Interessen erkennen, dass sie merken, wir kommen einfach auf keinen grünen Zweig in diesem Kapitalismus. Und um auf diese Einsicht zu kommen, ist es natürlich schon nützlich, wenn es eine kommunistische oder sonstige revolutionäre Partei gibt, die die theoretischen Grundlagen ein bisschen drauf hat und das vermitteln kann und die Realität, die Praxis mit der Theorie verknüpft. Meiner Ansicht nach ist das in der russischen Revolution so gewesen, auch in der chinesischen Revolution. Aber ich muss an der Stelle Chris recht geben, keine sozialistische Revolution ist für den Sozialismus geführt worden in dem Sinne.
Die Massen, die das ergriffen hat, die wollten einfach ihre Lage verbessern. Die wollten was zu essen haben. Die wollten Arbeit, Frieden und Brot wie in der russischen Revolution. Die wollten Freiheit von der kolonialistischen Besatzung durch Japan und von dem ganzen Elend ihres Feudalstaates haben, wie in der chinesischen Revolution. Und die kommunistischen Parteien beider Länder haben das aufgegriffen, haben die Theorie und den Sozialismus reingetragen in den Unmut der Bevölkerung und haben dadurch etwas geschaffen, was in Richtung Sozialismus geht. Aber dieses Klassenbewusstsein, das kommt wirklich nicht vom Himmel gefallen. Und das ist auch kein esoterischer Zauber, das ist einfach die schlichte Erkenntnis, was sind meine Interessen, wie setze ich die durch und vor allen Dingen, was steht denen im Wege? Und denen im Wege steht im Kapitalismus. Der Kapitalismus. Also beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Also der Kapitalismus bringt die Leute dorthin, dass sie nur noch im Hamsterrad laufen und dann kommen die nach Hause und wie ich immer so gerne sage, nach 3 Seiten Kapital lesen oder Gegenstandpunkt von mir aus. Oh, ich schaffe das nicht, ich gucke nur noch in RTL. Kannst du nur noch Fernsehen gucken oder dir irgendwelche Drogen reinziehen. Aber was du kannst, ist zu merken, dass das Leben immer teurer und immer ungemütlicher wird. Und dafür, wenn dir einer erklärt, pass auf, das liegt da und daran, das ist doch ganz einfach. Du wirst hier rangenommen wie blöd, dienst fremden Reichtum die ganze Zeit und hast selber nichts davon. Die Einsicht ist echt nicht schwer. Nur, aber, ja, diese Einsicht, ich habe nichts davon, die haben doch die meisten schon. Also die Leute auf ihre Armut anquatschen, das geht doch ganz oft in eine ganz schiefe Richtung. Da kommt zur Zeit raus, dass es immer mehr AfD-Freunde gibt. Das kommt dabei raus. Es wird doch dann lieber nach unten getreten. Und das Problem dann bei anderen Subjekten, sage ich mal, gesucht, die nicht der Nation oder der Volksmasse wirklich dazugehörig sein können, wie jetzt zum Beispiel aktuell die Muslime, die ja auch sehr kriminalisiert sind, auch schon seit Jahrzehnten eigentlich schon vorher immer kriminalisiert oder unter gewisser Beobachtung standen, weil man ihnen dies oder jenes vorwirft. Ne? Und das ist ja das entscheidende Problem. So. Ja, Clan-Kriminalität, ne, zum Beispiel Terrorismus, ne, was haben die da alles unter ihrer Röcke da drunter und so. Ne? Ja, Entschuldigung, das muss ich kurz einwerfen. Ich sage auf das Thema Clan-Kriminalität immer, ich sage immer, ich komme aus Bayern, ich kenne das gar nicht anders. Das kapieren die wenigstens, dass die kriminellsten Clans die deutschen Oligarchen sind, die überall als respektierte Lieblingsbürger des Kapitalismus gefeiert werden. Die sind ja gar nicht kriminell, lieber Kai. Die sind nicht kriminell, die sind ganz legal. Das ist ja der Skandal. Schlimmer. Ja, das ist aber der Skandal, weil kriminell ist ja so eine moralische Kategorie, sonst, oh, das gefällt mir aber nicht. Nee, das, was ganz legal ist im Kapitalismus, na, das tut am meisten weh. Und die Kriminellen, na, mein Gott, die wehren sich eben irgendwie. Die wollen zum Beispiel auch nur ein schönes Leben haben. Die wollen nicht 40 Stunden am Tag arbeiten, die wollen ein paar Drogen verticken, ein paar Waffen verkaufen und so weiter. Naja, und das ist verboten. Ne? Und wenn sie es aber im großen Stil machen oder im großen Stil wirklich solche Banden auch noch fördern, die sind ja oft verquickt miteinander und das legal irgendwie abbuchen können, dann ist das alles okay. Ne? Also kriminell und kriminell sind verschiedene Dinge. Ja, jede Mafia will zum Beispiel eigentlich Bourgeoisie werden. Jede Mafia will eigentlich nur Bourgeoisie werden. Die wollen Geld akkumulieren und dann dieses Geld in die legale Wirtschaft. Wir streifen jetzt. Wir lenken vom Thema ab. Ich will noch kurz zu René anmerken, die Leute auf ihre Armut anquatschen, ist tatsächlich eine dumme Idee, aber der Schaden, den man im Kapitalismus hat, den haben auch reichere Leute, also die Mittelschicht oder die Besserverdiener. Ich kenne wirklich viele Leute, die ein ausreichendes Monats- oder Jahreseinkommen haben, die aber darüber klagen, erstens, dass sie keine Zeit haben und dass die Tätigkeit, die sie machen, komplett sinnlos ist. Die wissen ganz genau, das ist ein Schmarrn, den wir hier machen. Ja. Die arbeiten für eine Werbeagentur oder produzieren Zeug, was keiner braucht. Einfach nur, sie haben aber ein Einkommen, aber sie wissen ganz genau, wie sinnlos und wie nutzlos das ist. Das ist auch ein Schaden. Ist vielleicht zuerst mal kein materieller, aber das gehört auch dazu. Hast du solche Leute mal gefragt, die wirklich als wohlhabend gelten, wie stellt ihr euch denn ein schönes Leben vor? Nicht so explizit, aber ich habe Ihnen natürlich schon die Frage gestellt, was siehst du denn für Schlüsse daraus? Wie könnte es denn anders sein? Das können Sie sich nicht vorstellen.
Gerade die Leute, die sogenannten Besserverdiener, die obere Mittelschicht, die sind zu 100% identifiziert mit dem System und ihrer Tätigkeit, was für sie gleichzeitig die Bestätigung ist, dass das System gut ist und funktioniert, weil schließlich haben sie ja einen Vorteil davon. Da beißt sich auch wieder die Katze in den Schwanz. Natürlich. Also die Leute, die, denke ich mal, wohlhabend sind und denen es gut geht, also die werden sich natürlich, denen ist auch nicht alles perfekt, aber die sind natürlich zufrieden mit ihrem Leben. Die haben doch auch, das kann man gleich auch nochmal mit dem Sozialismus da gleichsetzen, wenn es Leute gibt, die zufrieden sind, warum sollten die was ändern? Ja? So, aber das, was Chris auch gesagt hast, du und Kai, dass man eben den Leuten, wenn man mit der Inflation, da kann man zum Beispiel an die Leute rankommen. Und Chris hat gesagt, wie das die Linke, die parlamentarische Linke macht, die bringt eben das nicht, die erklärt es nicht, die stellt diese Zusammenhänge nicht dar, dass die Leute darauf kommen, warum ist es eigentlich so? Und dass man also auch die Sache also durchschaut mit der Inflation und dadurch eben dann sein Bewusstsein auch erweitert, so Schritt für Schritt. Da dann schon für Schritt, weil das geht nicht auf einmal mit einem Schlag. Das geht mit Inflation, das geht mit Bürgergeld und weiß Gott was allen, wo es gibt ja genug Probleme und Krieg sowieso. Aber der Punkt ist doch das, warum die Leute, die kriegen halt eben keine gescheiten, kriegen ja keine gescheiten Antworten von Kommunisten. Ja, es gibt ja eigentlich kaum Kommunisten, die das, also dass man es massenhaft verbreiten kann. Ja, es gibt welche, es gibt den Gegenstandpunkt. Wir sind auch welche, es gibt da noch ein paar andere auf der Welt, ja. Aber es gibt doch keine richtige Kraft, wo die das glaubwürdig an die Leute rüberbringen könnte und erklären könnte, woher das kommt. Das fehlt da tatsächlich. Da kriegst du schon recht, ja. Das macht die Linke nicht. Aber es fehlt aber auch die Kraft. Und wenn wir da irgendwas sagen, ja, da wird also sicher, wenn wir jetzt da irgendwie jetzt da übereinstimmen, wir wollen den Kommunismus ist wesentlich besser und alles, deswegen werden die Leute uns trotzdem nicht folgen, ja. Es wird ja auch gar Es nicht gibt, bekannt werden, was wir hier Bernd, es sprechen, gibt ja. schon die Kraft. Also es gibt ja eine kleine kommunistische Partei auch in Deutschland. Es gibt nicht die Resonanz, die diese Kraft hat, weil die Leute schon entweder durch die Arbeit oder durch die Jahrzehnte und jahrhundertelange imperialistische Indoktrination gar nichts davon wissen wollen, auch gar nichts davon wissen können. René, ich glaube, du hattest dich gemeldet, du wolltest irgendwas einwerfen. Ich würde mal sagen, die Kraft potenziell haben, den Laden auszuhebeln, nämlich die Arbeiter, die müssten ja einfach nur die Arbeit niederlegen. Die kommen nicht zu Erkenntnissen, die sie dazu bringen, so viel zu riskieren, weil ein Generalstreik, die riskieren ja damit was, ne? Dann können sie damit rechnen, der Staat kommt an und vielleicht schießt er sogar, oder so. Oder nicht alle machen am Streik mit. Ne? Ist ja auch oft so. Es gab auch schon so Aktionen, da haben sich, ich habe neulich so eine Geschichte gehört, ein Taxifahrer hier bei mir in der Nähe haben sich verabredet, Scheiße, Corona und wir haben kein Geld, wir verdienen gar nichts und wir müssen trotzdem mit einem blöden Taxi immer rumstehen. Wir machen mal einen richtigen Streik und gehen auf den Marktplatz und zeigen mal mit Schildern und wir sind dagegen. So, und dann haben sich so 200 Taxifahrer verabredet und ich glaube, drei waren dann da. Und die haben natürlich dann ihre Kollegen dann angerufen hinterher, wieso warst du nicht da? Haben sie gesagt, ach na ja, das war gerade ganz günstig für mich, wenn ihr sagt, ihr streikt, na, ich habe ein paar wichtige Kunden und sagen, ja, das stimmt schon, die anderen, die sind jetzt nicht da für dich, du bist Dialysepatient zum Beispiel. Na, da komme ich mal für dich so, ne? Also, da ist überhaupt keine Solidarität. Also die es am nötigsten hätten, sich zu verbünden, die kommen nicht dazu, bisschen, das bisschen. Es ist wirklich nicht so viel Theorie, sich anzueignen, um zu sagen, okay, jetzt sind wir uns wirklich klar im Kopf und wir sind viele und dann können wir einig werden. Und das ist dieses Dilemma, was ich beschreibe und deswegen sehe ich schwarz. Ja, Weil aus also diesem, bei wie uns. soll man aus diesem Dilemma rauskommen? Also ich Also, sag mal, Entschuldigung. ja, wie gesagt. also ich Nee, ich sag mal. wollte, okay, jetzt mach du. Nee, ich sag mal so, dass es das gar nicht geben würde. Das stimmt ja so auch nicht. Also es gibt ja durchaus jede Menge konkrete Beispiele, die zum Beispiel auch die, ja, die Genossen hier in meinem Umfeld zum Beispiel immer wieder auch nach außen tragen, wo Zeitarbeiter, die
sich in der Vergangenheit nie gewehrt haben gegen schlechte Arbeitsbedingungen oder schlechte Bezahlung oder gegen ihre Ausbeutung, denen ja immer eingeredet worden ist, wenn die nur einmal aufrufen, dann fliegen die. Selbst die haben sich bei IKEA getraut, auf einmal angefangen, sich dazu verbünden und zu streiken, mit besseren Ergebnissen dann am Ende dann da rausgekommen. Ja, also zu sagen, das gibt es gar nicht, ist natürlich jetzt auch ein bisschen, aber das ist halt, wird halt auch nicht so offen öffentlich publik gemacht. Ja, es würde ja dem Staat schaden, wenn er das öffentlich hier so publik machen würde, dass sich da andere noch vielleicht dazu angestiftet fühlen, vielleicht sich dem anzuschließen. Da wird ja dann eher noch Propaganda gegen gemacht, gegen die Streikenden, ja. Weil die Grundfrage ist doch, ob sich solche Aktionen in Richtung einer möglichen sozialistischen Zukunft, darüber reden wir ja heute, überhaupt bewegen, oder ob sie wieder nur kleine Basteleien sind zum Bremsen des allerschlimmsten Elends. Darum geht's doch. Sind ja Angriffe auf die Bourgeoisie in dem Moment eigentlich, also Streiks. Wüsste ich nicht unbedingt. Also, ich wollte auch darauf eingehen, warum das so ist. Also, anders als in vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, in dem die CGT und die CNT und so weiter immer sofort bereit sind, Krawall zu machen, haben wir in Deutschland einen DGB. Ja, und der DGB ist dazu da, das alles niederzuhalten. Wir haben Gewerkschaften, die dazu da sind, das alles niederzuhalten. Dass eben das Maximale, was drin ist, sind dann Lohnkämpfe für Inflationsausgleich, wenn überhaupt. Wir haben keine Gewerkschaften, die groß über die Inflation hinausgehen. Wir haben dann keine Gewerkschaften, die über was anderes als über Lohn das ist eine völlige. Ich sage immer, ich nenne den DGB immer seit Jahren schon Deutschen Gefolgschaftsbund. Ja, also da geht es eigentlich darum, das Proletariat zu disziplinieren. Das sind Unterdrückungsmechanismen. Das sind Institutionen, die dazu da sind, Streiks und vor allem auch Kämpfe für mehr als nur Lohn, wo es eben nicht nur darum geht, ein paar Prozente mehr, weniger, wo es um strukturellere Fragen geht, die abzuwürgen und zu verhindern. Und dieses Verbot von Generalstreik dann quasi umzusetzen. Der Generalstreik ist ja in Deutschland verboten. Das war ein Deal damals. Die Gewerkschaften und Arbeitgeber bekommen Tarifautonomie. Dafür verzichten sie auf den Generalstreik als Recht. Ja? Und heute sehen wir ja, die Tarifautonomie war überhaupt nicht in der Lage dazu, das schlimmste Elend zu verhindern. Da musste gesetzlicher Mindestlohn her. Also der ganze Deal hat sich aufgelöst und nur zum Nachteil der Arbeiterschaft. Und jetzt müssten wir sagen, okay, wir müssen eben die Gewerkschaften, denen bröckeln die Mitglieder weg. Wir müssen kämpfen. Für mehr als nur Lohn. Wir müssen den Leuten noch irgendwie was vermitteln, dass es eben auch darum geht, was produzieren wir. Ja, ich meine, das ist ja schön und gut, wenn dann Facharbeiter gut verdienen, wenn sie in einem Rüstungskonzern arbeiten, aber bringt das denn irgendwie gesellschaftlich was? Kommen wir da weg vom Militarismus oder gehen wir dahin zum Militarismus und die Leute, die dann in diesen militaristischen Branchen arbeiten, die sind so noch privilegiert gegenüber dem Rest der Arbeiterschaft. Das sind ja alles Sachen, die nicht behandelt werden von den Gewerkschaften, sondern da geht es ja immer nur um ein paar Prozent hin und her. Und wir brauchen Generalstreik in Deutschland. Wir müssen uns, und der Generalstreik in Frankreich ist nicht deswegen legal, weil die Herrschenden gesagt haben, ihr dürft das, sondern er ist legal, weil die es einfach gemacht haben. Und wenn wir das auch hier machen, wenn wir es einfach tun, dann Und werden das die stimmt Herrschenden darauf nicht. reagieren müssen. Entschuldigung, das, was du sagst jetzt, ich lege die Anfrage, das stimmt nicht. Also erstens gab es ja keinen Generalstreik. Es gab also bei der Rentenreform eben, da gab es große Streiks. Die sind also über mehrere Monate in so Wellen geführt worden, sind dann immer schwächer geworden. Und die Gewerkschaften haben also letztendlich gar nichts erreicht. Ja, also das Programm von Macron, das hauptsächlich eben im Interesse der französischen Nation hier die Kosten zu senken in Frankreich. Das ist also durchgezogen worden. Und es ist auch so, dass diese Gewerkschaften hier nicht so, die haben also auch auch einen Mitgliederschwund. Und die meisten, die weggehen von den Gewerkschaften, die sind mittlerweile rechts.
Die gehen also dann zu Le Pen oder da gibt es jetzt noch einen, den Namen habe ich jetzt vergessen, der noch rechter ist. Da laufen momentan die Arbeiter hin. Ja? Die werden eben gehört. Das kommt an. Deren blödes Geschwätz, das leuchtet denen ein. Aber die Linke oder die Kommunisten haben eben, das ist ja kein Geschwätz, aber was wir eben rüberbringen, das kommt bei denen eben nicht ein. So, da liegt das Problem. Leider, aber ich will noch kurz was zu Renés pessimistischem Ausblick auf das Subproletariat sagen. Das kann ich aus eigener Erfahrung leider bestätigen. Und das ist das Perfide an dem System, dass es die Leute in die Konkurrenz zwingt und in das ständige Schielen nach dem eigenen finanziellen Vorteil. Da weiß ich auch keine Antwort drauf. Und ich glaube, als Kommunisten sind wir in der unangenehmen Situation, immer zu balancieren zwischen diesem Pessimismus, der uns natürlich sofort anspringt, wenn wir uns die Bewusstseinslage der Massen betrachten und die Gesamtsituation auf der Welt, und dem, na nicht Optimismus, dem Realismus in unserem Verständnis der ökonomischen Bewegungen, die dahinter stecken und das Ganze produzieren. Die Armen, die nicht so reichen, die werden immer sich zerfleischen über den kleinen Vorteil, den sie ergattern können. Das ist ein Resultat der jahrhundertelangen Indoktrinierung durch die kapitalistische Ideologie. Was kann man da machen? Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass irgendwann der Kipppunkt kommt, wo das einfach so nicht weitergeht und das zu spürbar ist für die Leute, dass es in diesem System keine Zukunft für sie zumindest gibt. Irgendwann wird Okay. es soweit sein, hoffe ich. Okay, 1,5 Minuten. Kai Ja. vertritt jetzt das Prinzip Hoffnung. Ich bin das Prinzip Hoffnungslosigkeit als Kampfposition. Was sind eure drei Positionen, die jetzt noch fehlen zum Schluss? Wir haben noch 1,5 Minuten. Jeweils 30 Sekunden. Meine Chris, sag. Position ist auch positiv, aber es muss eben dazu kommen, dass das ist meine Hauptthese, dass sich die Linke, also nicht nur die Kommunisten, sondern die ganze Linke eben zu einer wirklichen Kraft entwickelt, um wirklich etwas denen anbieten zu können, den Lohnarbeitern, und darüber auch eben dann wirklich eine Bewusstseinsveränderung herbeizuführen in unsere Richtung. Also ich sehe es auch positiv. Ich sehe im Moment, in Deutschland sehe ich weder positiv noch negativ Stillstand. Aber international sehe ich die ganze Sache positiv, dass sich die Welt verbessert derzeit. Ich schließe mich dem René an und sage, Hoffnungslosigkeit ist eine Kampfposition, und hiermit schließen wir dann auch ab. In diesem Sinne, Genossen. In diesem Mit Sinne. Hoffnung und Ciao. Hoffnungslosigkeit in die Zukunft. Ciao. In die Zukunft.